Ja, hey, willkommen, mein Name ist Andy Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. Ja, ist glaube ich 2 Wochen her oder so, seit ich den letzten Part hochgeladen habe. Geil, ne? Und ja, man sieht hier wieder eine Veränderung, ja, ist natürlich wieder nicht das Einzige. Und ja, keine Ahnung. Ich habe mal die Kostüme von 3 Charakteren geändert, weil die Sache ist die, ich habe jeden auf Level 60 hoch trainiert, außer Magilo, weil sie hängt ein bisschen hinterher mit den Erfahrungspunkten, warum auch immer. Ich habe jede Art jetzt gelernt, die noch gelernt werden konnte. Ich glaube, die letzte Art, die ich gelernt habe, war mit Velvet, hier trotziges Urteil. Mit Lafayette auf Level 56, Substanzlosigkeit. Wo ist es her? 50 Mal, okay. Und mit Eisen auf Level 57, Geogrollen. Also ab Level 60 lernt man nichts mehr anscheinend. Bum, 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 sieht mir. Und ja. Dann titelmäßig hat jeder Charakter, guck ich an, das sieht gut aus, ne? Hat jeder Charakter den Level 60 Titel, außer natürlich Magilo, ne? Also ja, Weberin der Ströme, so, so sieht er noch aus. Seelenlanze. Also immer die zweiten Dinger hier, Herr von Erde und Wind. Elementarist oder ne, 2 habe ich bekommen, oder ne, da, ja, da, die dritten habe ich immer bekommen, also Aurora Adept, genau, ich mir sich alles notiert, weil ich dachte, ich habe da drauf irgendwie, so, mein Gott, ihr Ausschnitt Klingensturm, das sieht, da darf ich nicht hingucken. Gut, warte, ich habe noch mehr Titel, merke ich gerade. Love is Health, Status, Krankheiten, 70 Stück habe ich Alchemist bekommen, glaube ich. Schon wieder 2 mehr. What? Okay. Mit Magilo habe ich Edelverkäuferin bekommen, indem ich irgendwie einen Verkaufswert von 10.000 oder so bekommen habe. Ja. Wie ganz viele Sachen auf einmal verkauft habe und 10.000 dadurch bekommen habe. Und Eleanor Schwachstellen-Kombo. 500 Stück Schwachstellenjägerin. Ja, ist ein bisschen her, seit ich hier mal wieder was gemacht habe mit dem Projekt, deswegen kann ich hier ein bisschen dauern. So, dann habe ich doch Clan Level 11 habe ich erreicht. Da habe ich einen Preisnachlass bekommen und Azerith des Falschers bekommen. Was glaube ich, ne, ich habe keine Ahnung. Gucken wir mal, Azerith des Falschers, Falschers. Sag mal, Azerith. Hallo, hier. Während die für den Aufwärmen von Ausrüstung erforderliche Galtmenge. Ah, das ist nicht gut. Gut, damit haben wir alles, was ich erledigt habe. Kochlevel habe ich mit allen Charakteren, glaube ich, Level 14 erreicht. Und ja, der Grund, warum ich jetzt den dreien die Kostüme gegeben habe, ist, weil die Mädels haben schon alle Sachen gelernt, die ich lernen kann. Also die sind mit allen Sachen fertig. Boom, geil, ne? Also, ja, ausrüstungsmäßig habe ich mit denen schon alles abgeklappert, geil, ne? Und ja, Roku, Lafayette und Eisen, die haben auch ein paar Sachen, also ja. Deswegen habe ich mit denen auch, glaube ich, hier Sammelwütige, die ganzen Beuteobjekte, Dinger erstmal ausgerüstet. Damit ich ein paar Mal mehr Sachen bekomme, damit ich den Lauten wieder aufleveln kann. Boah, meine Sprache wieder, ne? Und ja, dann ist mir aufgefallen, ich sollte vielleicht mal hier so Sachen verkaufen. Hier so Piraten-Sachen, ja, Piratenflaggen und so, weil die kriege ich ja alle durch Entsendungen, ja. Wenn ich meine Schiffe alle sende und ja, deswegen tun wir die mal alle verkaufen. Und gucken, warte mal, ich muss doch 50. Warte mal. Ich krieg doch einen neuen Titel, wenn ich einen Verkaufswert von 50.000 bekomme, ne? 50.000, naja. Das ist, wenn ich alles auf einmal verkaufe und 50.000 zusammen kriege, dann müsste ich doch wieder ein Dings bekommen, ne? Aber diese Sachen kann ich auch, glaube ich, verkaufen, weil das sind alles Sachen hier von Piraten. Warte mal. Gefundene Objekte. Alter Tier, ne? Ja, tun wir mal alles hier verkaufen, weil warum nicht? Wer braucht denn das hier alles schon? Warte, doch, okay. Oh, Edelstein. Ich tue jetzt mal alles verkaufen, weil sonst brauchen wir es ja sowieso nicht, ne? Wir werden nur so viel wie möglich erreichen, boah, dort lange. Bevor ich hier irgendwie das Spiel durchspiele. Und, boah, wir kriegen eine Menge Geld. Kann ich doch gar nicht alles ausgeben. Vor allem, ich kann ja nicht sehr viele Sachen irgendwie kaufen. Was? Das dauert ganz schön lange. Boah.
um. Aber dafür kriegen wir auch sehr viel Geld. Weil so Sachen wie Elixiere oder alles Teile und so, die kosten unglaublich Menge an Geld, die ich nicht ausgeben will. So, boom. Das gibt's jetzt nicht. Und ich habe nicht Dings bekommen, was? Habe ich den Titel jetzt nicht bekommen? Ich habe doch höchster Verkaufswert 30.000. Das ist gar nicht wahr. Ach, den teuersten Gegenstand, ne? Ein Gegenstand kostete 30.000 Gold, ne? Ah, okay. Gut. Ich glaube, ich brauche ein paar Tränke des Lebens und so, ne? Ja, alles Teil. Da konnte ich mir jetzt alles holen. Ne? Ne? Ja, habe ich nichts mehr, ne? Kann ich irgendwas zu essen noch hier holen? Nein, habe ich auch schon alles aufgekauft. Gut. Dann machen wir mal weiter. Ich habe natürlich nicht umsonst hier so hoch trainiert. Ich habe natürlich so hart trainiert, weil wir kämpfen gleich gegen dieses Stufe Rot Viech. Wenn wir das besiegen, dann kriegen wir wieder eine neue Schwierigkeit, glaube ich. Und wollte ich da speichern? Ich glaube nicht, dass ich da speichern wollte. Verdammt. Egal. Und ja. Wenn wir den erledigt haben, dann geben wir einen neuen Schwierigkeitsgrad, welcher noch höher ist als der jetzige, und dann wird das Spiel noch ein Ecke schwieriger. Und ja, deswegen wird Level 60 hoffentlich wohl reichen, ne? Hoffe ich doch. Ich habe jetzt die Kostüme von den dreien gezeigt, so im Detail. Sagen wir mal hier. Boom. Ja, Magilo, Okitsune Ohren, Schwanz und Japons. Ja, sind diese Japan DLCs, welche nur für die Mädels hier alle da sind. Ja, das Monster Yoko gilt als Betrüger, aber auch als Bringer von Reichtum. Ja, sie hat so eine Fuchsgeist-Kostüm, ne? Sie hat eine Schrein-Priesterin-Kostüm. Steht hat ja alles überhaupt, ne? Der Miko Outfit, der ist eine Schreinpriesterin, also. Und sie hat eine Kunoichi Outfit. Die sind aus wie Kazumi aus Dead or Alive. Gut, dann versuchen wir mal hier noch irgendwas zu erreichen in dem Part. Also nach 2 Wochen kommt mal wieder hier eine Folge. Ich weiß, die Leute sind schon randaliert draußen auf den Straßen, weil ich keine Videos mehr hochgeladen habe. Aber passiert halt. War ein bisschen beschäftigt. Aber wir kommen ja langsam wieder zurück, und jetzt komm du her und ich mach dich fertig. Level 67. So, der macht direkt seine Dings. Was? Ich merke gerade, der hat voll wenig Dingens. Ich kann den nicht angreifen. Was zum? Ich kann ja nicht angreifen. Jetzt ging alles resistent. Ja. Warte mal. Und jetzt? Wenn ich eine Mystikart raushauen könnte vielleicht, aber muss ich gegen den machen? Ich kann nichts gegen den machen. Reflektiert. Was mache ich gegen den? Ich versuche meine Mystikas hier einzusetzen, ob das vielleicht irgendwie was bringt. Explosion. Was willst du von mir? Ich muss dich kontern. Ja, auf. Was ist denn gegen den machen? Nein. Ich
Was ich gegen den machen? Irgendwas reflektieren. Habe ich irgendwas zum Reflektieren, so titelmäßig oder irgendwie sowas? Der tut mich hier gerade ein bisschen auf den Arm nehmen. Gegenstände. Was kann man denn in so einer Situation machen? Und Ohr. Bestimmt irgend so ein billiger Trick hinter, den sie ja ein. Au. Bestimmt für einen einfachen Trick, den man nur herausfinden muss. Reflektiert jeden Schaden, was mache ich denn dagegen? Ja, gute Frage, ne? Was mache ich gegen den? Ich muss ja nur irgendwie einmal versuchen angreifen zu können, ne? Was kann ich denn gegen ihn machen? Ey. Immer nichts mit einem höheren Schwierigkeitsgrad, das passt mir jetzt irgendwie gar nicht so. Bin ich auch voll überpowered. Au. Kannst du denn ja noch machen? Er reflektiert alles, also weiß nicht, was ich machen soll. Weg, der kann ich irgendwie, weiß nicht, ein Sandtuch oder irgendwie so weit verballern, ne? Nur die Bewegung hier reduzieren, also. Ich dagegen. Was zum? Ja. Kannst du ja noch machen und das mal nachdenken. Ne? Bei mir gehen die Dinger alle aus. Hör mal auf, immer auf die loszugehen. Bin ich gerade Steuer. Hör mal auf. Reflektiert jeden einzelnen Schaden. Das funktioniert doch bestimmt auch andersrum irgendwie. Wenn ich irgendjemand was mit Reflektion oder so. Halt, gibt's doch bestimmt irgendwie was. Habe ich jetzt ganz blöd oder was? Ich soll nicht hier von dem Viecher erledigen. Oh, wer hat hier so was? Aha. Oh, wer hat denn hier irgendwie so was zur Reflexion? Ich werde hier voll auf den Arm genommen hier. Anfang der Aufnahme, ey.
hatte doch mit irgendjemanden so was. Mich jetzt ganz doof. War doch Eleanor, glaube ich, ne? Ansonsten weiß ich jetzt nicht, was ich machen soll. Ich habe 7% Quetschung Schaden auf Angriffe zurückzuwerfen, wenn andere Fertigkeiten sehen, welche den Schaden annullieren. Erneuter Schadensrückwurf nicht möglich. Dornschuhe. Ja. Ah. Komm schon. Er tut ja nicht annullieren, er tut ja nur um einen Ring. Greif mich an. Ach Mann. Komm. Wenn er sowas von klappen. Warte mal, warte mal. Helmet, Helmet, bum bum. Was, komm mal her. Was, komm, ma. Ich kann keine Mystikart einsetzen. Verarsch mich. Gibt's halt jetzt einfach nicht. Oh Mann. Gibt's halt jetzt einfach nicht. Ja, was soll ich denn gegen den machen? Ja, auch nicht. Ich verstehe den Gegner nicht. Was soll ich machen hier? Wow. Tschüss. Jetzt bin ich auch voll überpowered, weil ich Level 60 trainiert habe. Was muss ich denn gegen den machen? Ey, das ist auch voll die Verarschung. Oh. Habe ich mal kurz hoch. Ja, die sind leider Level 67, also. Aber bisher habe ich es ja die ganze Zeit geschafft zu überleben. Ach gut, warum nicht? Keine Ahnung, wie man dem besiegt, aber werde ich schon irgendwann herausfinden. Man gibt es bestimmt so eine Fähigkeit, so ja, bleibt 2 Sekunden stehen und alle Gegner sterben sofort. So, jetzt sind wir alle voll geil, ne? Ja, das finde ich sehr gut. Gut, dann gehen wir mal weiter, weil der Gegner, der verarscht mich, der spielt nicht fair. Gibt's doch nicht, ey. Erste Aufnahme nach was weiß ich wie vielen Tagen und so weit. Dann freue ich mich natürlich so, wenn ich mich hier kam, hier es geht immer in Quere, ne? Nee? Okay, ich hatte ja schon längst einsammeln können. Aber hier kommt es geht in Quere, ne?
Da hinten. Ja, wenn ich da hinten weitergehen will, dann kommt ein Skit. Deswegen durfte ich mich nie hier zu weit weg bewegen. So, jetzt war mich nicht Martina storymäßig nochmal irgendwie. ラフィーやセリカ姉さんのことなら気にしなくていいわ。どうしてあの月はあんなに赤いんだろうと思ってただけだから。黄色の月はこの世とあの世をつなぐもんとか人間の罪の証と言われているんですよ。罪の証か。悪人が流した血を月が吸い上げてるのかもしれんな。 随分と猟奇的じゃのう。しみじみと怖いこと言わないでくださいよ。火の夜はある周期で満月が特別な位置を取るたびに起こる。大地と月が引き合い、地脈の力が空に溢れ出るせいで赤く染まって見えるんだ。アイズナクラフィア。そしてその異常な力場だけが聖主に通じる特殊な霊力条件を満たすと言われておる。だから。 火の夜に儀式を行うんだね。ただ、人の世は流血の歴史、惨劇によって流された血は、すべて記憶として地脈に染み込んでいる。そういう意味では、月が血を吸い上げているという表現も、あながち間違いじゃないかもしれんな。おお、俺の妄想が合ってた。走らないでください。 Ich weiß mehr als Eisen, sagt er. Tanzt er einfach nur so irgendwo in der Ecke. Ich weiß mehr als Eisen. Ich weiß mehr als Eisen. Und dann trinkt er ein und fällt um. Keine Ahnung, warum das jetzt schon wieder so eine Wendung genommen hat, aber okay. So, Berg Killer raus. So, wer wartet denn? Hier, zwei Legaten, ne? Einmal, boah, wer ist noch übrig hier? Shigure und Melchior, ne? Da, oh, ich kann ja nicht auf dem Besen. Schon wieder ein neuer Ort hier. Boink. Moosrosenscherbe, die habe ich schon, ne? Nein, habe ich nicht. Neues Zeug zum Lernen. Oh, ausgerechnet jetzt, ey. Jetzt musst du das Kostüm hier ablegen. Und jetzt hast du nicht mal alles gelernt. Das ist nicht verliehen. Puff. Ein. Oh. Speichern wir noch mal, weil wir haben viel erreicht. Wir haben gegen dieses Viech gekämpft. Ist nicht erledigt. Halt einen Moment. Einen Moment. Fehlt da irgendwie so ein Tipp, was ich gegen das Viech machen muss. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Wenn wir schon den halben Part verschwendet haben. Steht ja gar nichts, ey. Bis hin zu Chaos im Option bin unter System frei. Ja, da stehen auch noch Informationen oder irgendwie so was. Ventil des Irren, was? Okay, keine Ahnung, wie man das Viech erledigt, aber was soll's. Ich kann mich nicht dahin teleportieren. Wir kommen Bock zum Eingang zu laufen. Gut, okay. So. Mir ist aufgefallen, man kann viel einfacher leveln, wenn man gefährliche Begegnungen macht. Ich habe den Schwierigkeitsgrad runtergestellt auf normal oder so. Und habe dann immer gefährliche Begegnungen gemacht. Habe ich so irgendwie was mit 10.000 Erfahrungspunkte jemals bekommen. Die Gegner sind dann noch nicht so unglaublich stark. Ich meine, die Leveln zwar zum eigenen Level, das man hat, irgendwie hoch, aber die sind halt nicht so stark, weil es auf normal ist. Ne? Das Leveln ein bisschen einfach gemacht. So, gehen wir da rein, neue Gegner und so. Ne? Hüte ich vor Vulkanausbrüchen.
Belbetto, ja? Soro soro, Kazan ga bakuhatsu shita toki no kaihisaku wo hanashite kurete mo ii nja zo? Saku nante nai wa yo. Wir schmelzen alle rein. Sore de wa yon senshu ga okite mo zenmetsu suru jaro ga? Atashi wa shinanai wa. Onushi wa heiki de mo washira ga shinu wai. Daijoubu yo, anta tachi nara. Sawayaka na kao de musekinin hatsugen suna! Tabun, Kazan wa bakuhatsu shinai to omou. Kazan ni aru chimyaku yūten wo liyōshite, chimyaku ni tamashii wo nagashikomu dake dakara. Kazan no katsudō sono mono ni wa ogi na eikyō. Genau, magische Sachen haben keinen Einfluss auf Natur. Sore nara hitanshin ja no? Daga, taiko shidai yori, yonseishu no kakuseiji ni wa ogi na chikaku hendou ga atta to iwareteiru. Gōin na kakusei ni seishu ga kirete, Kazan wo bakuhatsu saseru kanousei wa hitei dekinzo. Eisen. Ich setze mein Schild ein. Eisen spuckt Feuer. Und Roku kontert einfach. Was? Ja, wir werden auf irgendeinem Grund überleben. Du hast auch niemanden, der dich liebt. Voll in die Fresse. So, ihr seid neue Viecher, kommt her, Boom. Ich will jetzt beim ersten Kampf gefällt 68. Das war im ersten Kampf, da wollte ich gar nicht. Verdammt nochmal alle Gegenstände haben von euch, also einen Gegenstand. Wollte die zweite machen. Boom. Wenn man seine letzte Art sehen. Boom. Nämlich irgendwie an den Angriff von Sephiroth aus Kingdom Hearts. Der hat sich auch immer nur Flammen gehüllt. In beiden Teilen, aber guck mal, wie stark wir jetzt sind. Das ist kein neuer Gegenstand. Ich hasse euch alle. Dann machen wir noch einen Kampf und dann können wir den Part beenden. Ja, für mehr reicht es nicht. Sag mal, ihr seid alte. Ja. Ah. Oh. Bete zu Gott. Da ist immer noch so ein Viech, Mann. Mehr. War. Schon in seine Richtung hindrehen. So peinliche Stille. Okay. Immer noch nichts Neues. Expedition ist zurück, geil. Mehr Sachen zu verkaufen. Sachen zu verkaufen kommen, ja. So, wir werden jetzt hier rausgehen und verdammt mal. Ah, jetzt kann ich mich hier hin teleportieren. Nein, kann ich nicht. Boah. Wir werden jetzt noch verdammt noch mal ein Nahen-Level hier hochbringen. Da haben wir wesentlich einen Erfolg hier. Auf direkt die Piratenflagge, die ich bekommen habe und all Zeug. Vielleicht kriegen wir irgendwas super geiles oder so. Hier. Boom. Boom, boom. Boom. Gibt's doch nicht. Da kaufen wir eben ein paar Melonengelees. Eins. Boom. Nochmal ein Preisnachlass. Namenlose Stiefel, simple und hocheffektive Ausrüstung, geschaffen von einem Unbekannten. Geschaffen von irgendeinem Typen. So. 9%ige Chance, SG kosten 2 Bieren. Seltenheit 21, das ist eine grüne Zahl. SG kosten 2 Bieren. Also, wow, das ist gar nicht mal schlecht. Warte mal. Geben wir mal. Geben wir Velvet hier. Boom. 934. Obwohl sie hat gerade nichts zum Lernen. Also, hier, boom. Du nimmst das. Fokus. 300 Fokus gibt uns das.
Oh mein Gott. Lieblingskundin, boom. Ja. Geil. Laden Level 12. Ah, aber es geht noch weiter, ne? Sehr schön. Gut. Würde ich sagen, ich kaufe mir noch ein paar von diesen Fläschchen hier wieder. Und Trank des Lebens, genau. Und dann gehen wir mal weiter in den Killer raus. Und gucken wir mal, was es da noch zu tun gibt. Ich würde sagen, ich beende den Part hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Tales of Berseria. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüssikowski, bis zur nächsten Folge.